Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, wir bauen heute mal wieder was. Und zwar, wir bauen eine Beach Villa. Die seht ihr hier. Ich habe mich auf einem Bild von Pinterest inspirieren lassen. Ja, da suche ich gerade einen schönen Zaun. Okay, als ob ihr das nicht sehen würdet, aber hey. Ja, ich habe mich dafür für das Traum auf das InDesign entschieden. Because ich finde die Türen beautiful. Ja. Erstmal konnte ich mich nicht entscheiden, ob ich die Treppe aus Weiterbrücken oder das Inselleben nehme. Also dann erst die Treppe aus Weiterbrücken, hab dann aber gemerkt, die passt doch gar nicht so gut und hab mich dann doch für die Inselleben-Treppe entschieden. Ja, ich hoffe, das Peach House gefällt euch. Ich werde es auch noch hochladen in meiner Galerie. Also ich denke, wenn ihr dieses Video seht, lade ich es hoch. Oder schon vorher, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall dachte ich mir so, ich mache da oben so eine Art Hochebene. Ich finde es nämlich ganz geil und stanze das dann da aus, damit man dann da so runter gucken kann. Weil ich finde das in Sims einfach beautiful, wenn das so alles ein bisschen offener ist. Vom Konzept her, das finde ich einfach super, 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 super schön. Und, ja, also wie gesagt, ich finde es super schön. Und, ja. Ich habe mich dafür die Wellness-Tag-Fliesen entschieden. Because ich liebe die Wellness-Tag-Fliesen. Ja, das ist halt so. Die sind halt am schönsten fürs Bad. Ich habe die Lampen tatsächlich gelassen, hatte aber auch überlegt, ob ich die Lampen nochmal ändere, habe ich aber doch dagegen entschieden. Also glaube ich zumindest. Da habe ich dann eine passende Tür gesucht. Ich hatte ja eine schöne Tür in Betracht, leider ist die CC. Und ja, da ich dieses für euch hochladen will, unten meiner ID L-Pucks, ja, musste das Ganze natürlich ohne CC sein. Ja, das wird auch nur ein einteiliges Video, weil ich halt schon fertig bin mit dem Haus. Ja, ich habe da überlegt, welche Fenster nimmst du denn am besten? Ja. Ich habe mich direkt für die nachhaltig leben Fenster entschieden. Denn es gibt ja, also, es gibt ja die noch aus dem Base Game, aber die aus dem Base Game finde ich einfach nicht so schön. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, sagen wir mal, das zu lassen. Und ja. Ja, deswegen, ja, habe ich das einfach mal gelassen. Und ja, Videos, also vor allem Speedbuilds, werden jetzt, denke ich, auch immer mit Facecam kommen. Denke ich, aber nur halt am Anfang zum Hallo sagen und zum Tschüss sagen. Ich denke, ich werde das auch so bei allen anderen Sachen handhaben. Ja. Ich finde dieses Haus wunder, wunder, wunderschön. Ich finde das mir gelungen. Ich will mich ja nicht selbst loben, aber, ne? Ja. Ich habe mir gedacht, ich nehme eine Tür aus InDesign, weil die Türen aus InDesign finde ich schickimicki. Ich glaube, ich habe mich dafür, genau, für die Dschungelabenteuerküche entschieden. Habe die aber erst ein bisschen zu weit vorne platziert, weil ich mir einfach nicht sicher war, was ich jetzt da machen soll und was nicht, ne? Ja. Aber ich hoffe, das gefällt euch so. Bisher könnt ihr mir ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch kommentierte Speedbuild gefallen oder ob ihr die Speedbuilds lieber mit Musik haben werdet. Musik haben werdet. Mit Musik haben wollt, meine ich natürlich. Ja. Ich würde mich da sehr über Feedback freuen. Könnt ihr auch gerne mal bei mir auf Twitch gucken. Gleicher Name wie hier auf YouTube. Da habe ich so ein bisschen mit dem Tisch gestruggelt. Weil irgendwie alles, also mit dem Wohnzimmer, Tisch, alles, was ich irgendwie wollte, da hat entweder nur die Videospielkonsole oder nur die Musik-Dings draufgepasst. Außer auf den halt. Und ich finde dieses auch so also schön, das paranormale Phänomen. Ich finde es halt so ein richtig schön Beach-Vibe und habe mich deswegen dafür entschieden.
Ja. Was jetzt ist, überhaupt zu bauen, weiß ich jetzt noch gar nicht. Ja, ich bin ja auch noch an einem anderen Projekt dran, ne? Und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao!